Guten Abend, mein Name ist Markus Rapp, hast du ja schon gesagt, Dieter, und ich bin als Vertreter der Gewerkschaft der Erziehung und Wissenschaft hier, der GEW, und da bin ich in dem Punkt auch im DGB, im Kreisverband, sitze ich da in dieser Funktion. Als ich das von Dieter mitgekriegt habe, diese Berufsverbotsausstellung, habe ich mich tatsächlich auch selber erstmal informiert und gedacht, hey, GEW, da waren ja wirklich viele Leute, viele Lehrer davon betroffen und habe das dann in der GEW rumgeschickt an viele Kolleginnen und Kollegen und mit allen, mit denen ich gesprochen habe und mal gesagt habe, guck mal, es sind Leute wegen Mitgliedschaft in einer Friedensgruppe oder in der falschen Partei, ja, für das schon haben die Berufsverbote bekommen, da ist denen die Kinnlade runtergerutscht, weil man sich das heute tatsächlich nicht mehr vorstellen kann. Und dann aber, nicht mal 20 Jahre her, gab es es immer noch, ja, das kann sich, da denkt auch jeder, hallo, das kann gar nicht sein. Ja. Von daher freue ich mich auch für mich, dass ich da jetzt wieder Neues lernen darf und man wirklich merkt, wie schwierig Demokratie ist, ja, und wie, ja, kippelig das auch ist. Und auch heute, das hat der Dieter ja schon gesagt, merkt man wieder im Ampelkoalitionsvertrag, hast du ja erwähnt, dass da schon wieder so der Schutz des öffentlichen Dienstes herangezogen wird und man dann gucken will, gibt es Verfassungsfeinde, die möglichst schnell aus dem Dienst zu nehmen. Dazu sagt der Klaus Lips, der war selber Betroffener, ja, hier in Baden-Württemberg von Berufsverboten, der sagt dazu, wie damals wird wieder dieser rechtlich völlig unbestimmte Begriff Verfassungsfeind verwendet. Und ausgerechnet der tief in die rechte Szene verstrickte Inlandsgeheimdienst, der soll vorschlagen dürfen, wer als Verfassungsfeind gilt. Und natürlich auch als Verfassungsfeind behandelt wird. Das macht ihm natürlich große Sorgen. Die GEW hat 2021 deshalb auch eine Unterschriftensammlung veranstaltet mit dem Ziel, dass der Radikalerlass generell und bundesweit aufgehoben werden soll, dass alle Betroffenen vollumfänglich und rehabilitiert und entschädigt werden sollen und dass die Folgen dieses Berufsverbots und ihre Auswirkungen auf die Demokratie und die demokratische Kultur wissenschaftlich aufgearbeitet werden sollen. Erst in diesem Jahr, ich nehme an zum Jubiläum, ja, zum 50-jährigen Jubiläum, hat die Bundesvorsitzende Maike Pfirner, Bundesvorsitzende der GEW, dazu gesagt, die Betroffenen, da haben wir ja ein paar hier, die erwarten für das Unrecht, das sie erlebt haben mussten, zu Recht eine Entschuldigung und eine finanzielle Entschädigung. Deshalb freut es mich, dass ihr und dass der DGB hier zu diesem 50-jährigen Jubiläum die Ausstellung gemacht hat. Und ich hoffe, dass viele Lehrer, Kollegen und auch mit ihren Schülern hierher kommen, sich das angucken und ja, über Demokratie nachdenken und lernen. Vielen Dank, dass ich das Grußwort sprechen durfte und vielen Dank für die Organisation.